gebe ich euch mal der Bild. Ja, ja. Ich weiß. Du, jetzt warten wir bloß noch auf die Mädels, ey. Ist ja hallo, Bittersweet. Ja, ich hab Connecting Failed, ne? Was? Ah, das ist nicht mehr auf der Liste. Ah ja, ist ja wieder First Person. Glaube ich. Bild habt ihr, ne? Wo treffen wir uns denn hier? Wo seid ihr? So. Unten an der Blechhütte am Wasser. Da ist ein Lagerfeuer. Moin! Lol, Bock. Hallo Echo. Aber jetzt Bosch. Ganz schnell da runterlaufen. Sehr cool. Darunter, okay. Oh, da, Lagerfeuer, guck an. Ist da gerade auch noch dabei? Mein Gott. Ups, der hat alles dabei. Ja, mach ich. So, besser? Ja. Leute, 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 Bambi-Outfit. Die Hose ist noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben Agent schon neulich ohne Hose gesehen, nochmal muss ich das sichern. Ist das Bambi? Ich hab immer deine Face Mask geklaut, ja? Ey, du? Ey! Ich hab mir meinen Bomber gegönnt, nicht wundern. Willst du wieder haben, oder? Ich wollte schon immer eine Winchester. Nee. Ey, meine Winchester! Du brauchst die eh nicht mehr jetzt. Jetzt pass auf, die ist geladen. Ja, ich weiß. Okay. Hast du wenigstens die Munition auch genommen, die hier lag? Natürlich, als ob ich sowas liegen lasse. Das kommt doch alles in mein Lager. Okay, dann sehe ich schon noch die Munition. Deswegen sehe ich schon noch alle Munition. Okay. Mir fehlt jetzt noch ein Mini. Ja, ich lock grad ein. Ich bin auch. Orlo sagt, er braucht noch. Ja, ich bin jetzt gleich in der Küste, ich sehe schon die Küste. Den Rucksack soll ich hier liegen lassen oder unter Beobachtung irgendwo stellen? Okay. Billy the One. Oh, ist gut. Oh, geil. Mountain Backpack. Ich bin weg. Viel Spaß. Hey. Mach ihn mit. Ist da auch hoch. Oh, shit. So, wen haben wir denn jetzt hier alles im TS? Menschen. Eine ganze Menge. Freaky aber nicht, ne? Menschen. Der Freaky ist gerade hochgemoved. Ach, Männer. Ja, wie gesagt, wer Essen und Trinken braucht, sollte sich nehmen. I'm feeling hungry. Ja, erstmal herzlich willkommen, Leute, ne? Alle, die da sind, by the way. Genau. Hallo. Ja. Wo trefft ihr euch? Wo ist der Treffpunkt? Direkt am Strand unten. An der Blechhütte, am Lagerfeuer. Kannst du nicht verfehlen. Eigentlich. Direkt am Wasser. Wessen blauer Mountain Backpack ist das zum Henker? Meine! Lili, du hast die Axt noch dabei! Was? Axt? Ich? Nein! Ach ja, ich hab auch noch eine Waffe. Psst! Alter, ist es noch am Längen, ne? Wieder zurück ist wieder. So, gut, jetzt geht's. Ah, hier. So, also Axt wegschmeißen? Ja. Ja. Also warten wir jetzt noch auf... Wen warten wir jetzt noch? Genau, okay. Mich. Auf Frazen. Und auf Anabolika. Ah, ihr seid beide noch nicht auf der Insel? Nee. Okay. Bin gleich da. Eine Küste und dann muss ich nur noch rüberschauen. Das dauert ja nochmal 7 Minuten oder so, ja? Ja. Ich hab die Zeit nie gestoppt, also ich weiß es nicht. Ja, guck nicht. Ja, komm. 6 Minuten. Aber vorher ist doch sowieso noch Resubstimmt, oder? Ja, ja. Oh lol, lass los! 6 Minuten und 5 Sekunden. Ah, andere. Echt? Okay. Agent hat kein Leben. Ja, habe ich gut Sammlung. Agent seine Winchester immer vernichten. Ja, also Leute, ich... Kannst du ja hinterher laufen. Komm her. Also ich schaff's jetzt nicht mehr. Bis hin, aber das ist egal. Ich will dann einfach zugucken. Alles klar. Kommst du nach? Wieso sagt er mir, dass der Stream offline ist? Kann mich jemand hören? Kann mir jemand checken? Dein Stream ist offline? Ja, sagt er mir hier. Also OBS läuft, okay. Aber mein Stream wird mir angezeigt als offline. Das ist meistens ein Fehler von Twitch zurzeit. Das habe ich auch ganz oft. Das hatte ich gestern aber auch. Gestern ging es aber am Nightbot. Läuft ja, alles. Ich bin da rumgespackt, weil da irgendwie diese Beta-Version vom Nightbot jetzt hat. Mein Showtime! Die habe ich auf der Insel gefunden, die will ich ja nicht, dass ihr die einsetzt, also muss ich die vernichten. Also, wenn ich durchgucke, bist du da.
Ja, ja. Gut, merkwürdig. Wenn Orlo noch rüberschwimmt, dann bin ich nochmal kurz AFK. Das ist eine gute Idee. Was ist das denn? Und die Pause. Ja, und dann mache ich mir noch einen Kaffee. Oh, das ist die beste Bringst Idee. Bringst du mit? Ja, kann ich machen. Okay. Underkiller, dankeschön für dein Follow und willkommen im Stream. Hier ja. In dem Tortilla Backpack ist Essen und Trinken, wenn ihr noch braucht. Hier drüben hinten im blauen Dings da auch in der Tasche. Genießt mal das Lagerfeuer und die Smoke Grenade. Ich bin gleich wieder da. So, liebe Leute, habe ich einmal euer Ohr? Mhm. Ja. Nein. Aber nur eins. Ja. Alles klar, das langt. Folgendes. Also, wir werden jetzt den Server 2 einmal neu starten. Ist irgendjemand gerade in der Betrouille verrecken zu können, wenn der Server jetzt einmal gestartet wird? Nö. Ist jemand im Wasser? Aber da muss steht man. Alles safe. Ja, aber im Wasser passiert nichts. Der Standard-Stuff hier, Dings bleibt liegen, ja? Also Rucksäcke oder so, sonst nehme ich ihn noch fix auf, weil da Essen drin ist und alles. Ja, am Boden liegen nicht, glaube ich nicht. Nee, okay. Nimm alles dann auf. Dann nehme ich Nimm den Rucksack alles auf. So, dann wird der Server jetzt gleich weggehauen. So, noch einmal zu den Regeln. Steve wird euch gleich alle einmal Spieler aktiv hochziehen. Da könnt ihr alle nicht reden, bis auf die Leute, die in Organisationen sitzen. Leute, die ausgeschieden sind, also beziehungsweise sterben, werden von Steve automatisch in den Channel, in dem wir jetzt sitzen, runtergeschoben und können sich dann hier auch unterhalten oder was auch immer, was ihnen beliebt machen. Bei der Gefängnisinsel ist wichtig, bei diesen ganzen Treppen im Gefängnisgebäude und gerade im Erdgeschoss, diese Eingänge ins Gefängnis, das sind ziemlich hohe Stufen. Also ich bin jetzt gestern Abend und vor gut 2 Stunden insgesamt 3-mal verreckt, weil ich unbedingt darüber rennen musste. An euch, wenn jemand durch solche Sachen stirbt, ist er wahrscheinlich erstmal aus dem Event ausgeschieden, weil wie soll man es sonst anders? Es ist schwer, das nochmal irgendwie anders umzurealisieren. Daher bitte ich euch, passt im Gefängnis auf, versucht die Stufen mit STRG gedrückt einmal zu gehen und dann könnt ihr ja weiterhin. Wäre halt blöd, wenn es passiert. Ja. Also Server ist jetzt Restart, ja? Ist das dabei, genau. Zweiteren, alles was ihr auf der Insel findet an Items, darf behalten, verwendet werden. Da gibt es keinerlei Einschränkungen diesbezüglich. Okay. Und genau, ein oder andere hat es auch schon mitbekommen, deswegen finde ich es nur fair, wenn ich es auch allen erzähle. Ich habe über die ganze Insel hinweg Sachen versteckt, die ihr natürlich gerne suchen dürft. Dafür sind sie da, die euch nach vorne bringen. Wenn der Server gleich wieder da ist und irgendwann Orlo dann auch mal eintrudelt, fangen wir erstmal an mit einer kleinen Item-Ausgabe. Das heißt, wir holen euch alle einmal einzeln nach oben zu dem Zelt, wo ihr Sachen von mir bekommt. Sobald jeder seine Sachen hat, geht's los. Irgendwelche Fragen bis hierhin? Die Organisation trägt orangene Armbinden. Genau, habe ich vergessen zu sagen. Orangene B. Genau. Ja, nochmal, um es auch nochmal ganz zu verdeutlichen, ne? Also die Organisation läuft ab und zu mal über die Insel, weil sie nebenbei Sachen machen muss. Wir mischen uns in absolut nichts ein. Also wenn da 2 Leute sich beballern, dann laufen wir da einfach neutral vorbei, ist uns scheißegal. Also da müsst ihr keine Angst haben. Wir sind wie Geister, dürft ihr uns betrachten. Und so verhalten wir uns auch. Nach dem Ableben ist Ende im Gelände, ja? Ja. Okay. Gut. Dann läuft. Der Server, können wir jetzt schon wieder drauf, ja. Müsste wieder drauf sein. Ja, so, ja, werde ich nochmal hoch zu Steve. Der wird euch gleich alle einmal hochmoven. Und dann geht's auch schon los. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, euch einmal viel Erfolg, ne? Vorneweg. Euch auch. Euch auch. Oh, ein Rucksack. Aha, jetzt kann ich nicht hoch. Aufregend. Wie das Lagerfeuer weg ist, ne? Ja. So. Build. Da habt ihr Build. Bin ich jetzt schon wieder verschoben oder seid ihr noch da? Oh lol, ich bin verschoben worden. Okay. Ich bin jetzt alleine Unterhalter. Nichts mehr durcheinander hier.
Rucksack ist weg. Hatte ich den... Zum Glück habe ich mir das rausgezogen vorher. Ja, wie gesagt, Milli, den haben wir noch da. Kali, weiß ich nicht, ob er noch da ist, Talin. Wenn ihr was seht, wer verrät oder sowas in der Richtung, wer was macht oder wo gerade wer unterwegs ist, bitte timeouten, ne? Nicht vergessen. Und keine Gnade. Mein schöner Rucksack. So, ich krieg dann gleich die Anweisung, wann immer der nächste hoch kann, wenn wir soweit sind, und dann schicke ich euch einzeln immer hoch. Okay. Mhm. Es geht immer einzeln zum Onkel Doktor. Genauso. Ja. Oh, wo ist deine Armbinde? Freaky, du bist behindert! Welche Armbinde? Ja, das sollte deine schwarze Armbinde, wo ist die hin? Ja, das verrate ich dir nicht. Hallo, bin auch wieder da. BB. Ich habe irgendwie dir alles verpasst gehabt, Entschuldigung. Ich war mal ganz kurz. Könnt ihr mich hören? Danke, Sascha. Ja. Ja. Verdammt. Habe ich viel verpasst? Ja, du hast ja viel. Einer ist schon tot. Einer ist schon tot. Und das war... Bambi-Klappe? Okay. So, Stream läuft. Glenn, hoch. Du sollst hoch. Mein Rucksack wurde vernichtet. Durch den Neustart. Oh nein. Oh doch. Nini. Nini hat nach mir aufgenommen. Hat ihr noch? Hey, Jin. Ja. Cheater. Rebell? Ah. I'm far away. So often, my friend. Zu den Mädels mache ich das nicht. Wie sie die Machete in der Schulter stecken hat. Psst. Ich morde leise. Ja. Ich wartet mal, Leute, ich muss hier ein bisschen nochmal schieben. Oder ist da irgendwas mit dem Namen? Ich hab's nie mitbekommen. Ich war irgendwie. Ja. Wenn du tot bist, bist du raus. Ah, okay. Gut, dann hab ich alles, ne? Das durfte ich glaube hin. Wir werden jetzt nacheinander zu dem Zelthof rufen, dann kriegen wir unseren Stuff und dann alles, was wir finden auf der Insel, dürfen wir behalten und ja. Dann geht's um den Spaß, ne? Ja, der nächste nice. Nach oben, geil. First Rebell. Tschüss, Rebell. Tschüss, der Pumpe ist drin. Ist drin. Wir warten dann hier auf dich. Ja. Nee, da liegt ein schwarzer Cowboy-Hut. Sonnenbrille. Ich hab geduckt. Da, Sonnenbrille. Wofür? Du hast geduckt? Ich hab eine Schwuchtel. Vor allem, wieso sitzt du so weit weg im Raum? Das klingt, als wenn dein Facecam-Dings da aufnimmt, Mikro. Muss man bei Daisy umstellen oder in Windows. Du klingst in-game, als wenn du irgendwo weit in der Wartei sitzt. Katja, du aber auch. Ernsthaft? Ja, eben, du auch, Katja. Ja. Ja, du auch. Einen Moment. Besser? Toilette? Besser? 1, 2, 3, oh lol. Nein, hab ich nicht. Nee. Aber ist jetzt besser? Nee, noch nicht wirklich. Jetzt habe ich da die Wiedergabe auch umgestellt, ich Trottel. Wie die beide nach unten schauen. Ja. Hey, wir schämen uns. Ja, ich war schon oben. Ach, wir treffen uns dann wieder hier unten, oder was? So, jetzt aber. Wieder hierher geschickt, ja. Okay, was steht denn auf deinem Zettel? Nee, immer noch nicht. Ernsthaft? Das wüsstest du gerne, wa? Netter Versuch. Die verarscht mich doch. Aber bei euch klinge ich normal hier, ja? Das klingt nur in-game so. Ich brauche aber auch wieder lange da oben. Wie macht man das denn?
Jetzt aber, Test, Test, 1, 2, 3. Der nächste hoch. Ja, bei Katja funktioniert. Okay. Windows, Windows Sounds, ja, Windows Sounds. Der Schwarze mit dem Cowboy hoch, hoch. Windows Sounds. Windows Sounds, Aufnahme. Lach nicht so laut. Windows Sounds, Aufnahme und da musst du halt das Mikro, was auch immer du nutzt, einstellen und nicht das Webcam. Systemsteuerung, Sounds. Dann die Karteireiter Aufnahme oben. Aufnahme, ja. Dann klickst du dein Mikrofon an, klickst unten auf Standard. Oder sowas, glaube ich. Standard. Bla bla. Was? Ragnurb. Wer ist denn das hier? Das war? Oh yeah. Aber halt sowas von. Hey, Orlo, okay. Mein Dino-Kiputzi. Gut. Maru? So, haben sie jetzt alle auf die Insel geschafft, oder was? Ich denke mal, ne? Wilhelm, hoch! Lukas, du sollst oben. Sorry, ich komme! Guck mal, Nanny. Nach unten. Ui, danke. Perfekt. Eigentlich könnte ich dich ja jetzt fesseln und mal in dein Inventar schauen. Hör auf. Geh weg. Möchten Sie einen Headshot kassieren, junger Mann? Ich hab's ja schon weggeschmissen. Möchte ich hoffen. Ja, guck doch in die Scheune, da liegt drin. Ah, wieder High Five, schon wieder durchdreht. Zu langsam. Da ist gerade ein Panzertape an mir vorbeigeflogen. Versteht ihr, ne? Ja, ne? Hat jemand noch Schuhe sexy übrig? Der betont voll deine Hautfarbe und so. Spitzelhafte Schuhe für mich. Nee, ich hab nur meine Ich hab keine Schuhe. Wieso hast du keine Schuhe? Weil das Military Boots waren und ich die wegpacken musste. Toll, gell? Höchstens oben in der Blechhütte vielleicht stehen da Gummistiefel oder so. Ich guck mal. Ne, oben in der großen. Hier, blaues Hemd, Cowboyhut, hoch. Ja. Ich hoffe, Gummistiefel sind erlaubt. Danke. Hau rein. Jetzt geht's. Ja, bei dem Military Boot ging's ja nur, wenn du das anschließen könntest. Was wird jetzt gemacht? Das kann man aber checken, oder? Ich meine, da muss man ja nicht gleich die ganzen Schuhe abnehmen. Man, ob da ein Messer drin ist und dann ist gut. Vor allem hab ich meine ganzen Hunting-Klamotten ausgezogen, wisst ihr? Und da steht er noch komplett im... Ja, Hunting ist ja nicht Military. Oh. Gesetzeslücke, ausgenutzt. Schöner Hut. Schöner Hut. Ist auch da. Darf ich da Äpfel von essen? Ja. Oh, ich habe meine Schuhe gefunden. Du hast keine Schuhe an. Wer sucht denn da schon nach Messern? Wuschel, nach oben. Was? Okay. Gut. Lau. Geht nicht schneller. Bergauf. Vorhin auch der Sieg gezockt, wenn man irgendwo nieder... Was? Nirgendwo einfach weggeschossen. Boah, ist das anstrengend hier. Hallöchen. Moin, das ist aber echt hier eine Probe, ne? Bergauf zu laufen am Anfang. Da ist man gleich K.O.
nicht warm. Achso, Beine zum Lauf. Ja, das stimmt wohl. Bitte stehen bleiben. Okay. Du bekommst jetzt gleich ein Geschenk. Okay. Oh, ich bin total aufgeregt. Gib, gib, gib. Ich weiß nicht, was ihr noch kriegen sollt. Da ist ja noch jemand. Nicht? Er gibt dir das Geschenk. Okay. Ich nehme auch die Waffe auf deinem Rücken. Da ist dein Rucksack. Vielleicht gibt's dir zum... Jetzt darf ich den Rucksack schon aus! Okay. Auf! Darf ich das lesen gleich hier so und so? Ne? Darf ich? Ja, kannst auch unten, da sieht ja keiner, dass du liest. Okay. Also war es das? Danke für das Geschenk! Ja, kannst wieder runtergehen. Kein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen konntet. Also da kommt die neue E-Mail natürlich zugute. Ich hätte es mal zumachen sollen, dass ihr gar nicht wisst, was ich bin. Ich glaube, ich wäre auch noch spannend gewesen. Ist das voll der mein? Ja, das wäre echt der mein Fax. Ich hab da was in meiner Tasche. Koks und Nutten! Koks und Nutten! Richtig, denn? Nicht. Ja, Koks. Willst du was Koks? Ein Döner, Koks. Was soll ich damit Rauchgranaten? Eben, okay, weg. Mein Gott. Wer ist denn hier? Wer war denn noch nicht oben? Wer war denn noch Lilly nicht oben? Lilly war noch nicht oben. Hier, Orlo, mach dich mal hoch. Ja, ich. Ja, warte. Sitz. Mach schnell die Biest hier. Orlo wird fett. Wo ist oben? Also, wo muss ich da hin? Geradeaus und dann rechts an den Mülltonnen. Okay. Oh, an den Mülltonnen. Moin. Moin. Das ist Nini, die war auch noch nicht oben. Nee, ich war noch nicht oben. Hast du mich damit mal in Aktion gesehen? Das wird interessant, das wird wahrscheinlich sogar lustig werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ebt. Also wie gesagt, jetzt bitte nicht schreiben, was ihr in meinem Inventar seht oder sowas in der Richtung, ne? Weil die anderen Kollegen haben die Chats noch offen, weil wir dort Zuschauer sind. Aber nicht spoilern, bitte. Egal, was ich in meinem Rucksack habe, egal, was auf meinem Zettel stand. Nee, nee, nee. Nach oben. Ha? Juhu. Juhu. Viel Spaß. Hello. So, wer von euch war denn jetzt noch nicht da oben? Hier, Raven war noch nicht oben. Eventual, Nini kann das vielleicht lesen, ich weiß es nicht. Am besten mal mit rüber zu ihrem Chat. Also, schaut aus. Weil wir sind in einem gemuteten Channel. Wir können zwar die Leute ingame hören, aber nicht, was wir im TS reden. Ja, Raven noch. Ich kann euch ja mal ganz kurz das TS zeigen. So sieht das TS aus momentan. Um die Orga, unten die Leute. Also ihr seht, meine Lampe geht auch nicht an. Das heißt, ich kann mich dumm und dusselig fusseln hier. Da passiert gar nichts. Und ihr zwei heute hier auf Partnerlook oder was? Ihr hört zusammen? Klar. Den bekannt ja auch noch fremd. Oh. Haha. Macht man noch gerne bei dir. In Reihe aufstellen oder was? Steinig Crane hoch. Genau, in Reihe aufstellen zum Sterben. Multistream, ja. Einfach mal Ausrufezeichen Multi eingeben. Oder in Zweierreihe und die Hand des anderen nehmen. Steinigt ihn! Keine Lücken. Aber wie gesagt, nicht spoilern, Evanshaw. Wenn du was siehst bei mir oder bei ihr, was mir oder ihr helfen könnte, gibt Instant Timeout. Das heißt, beim ersten Mal Timeout wird verwarnt, beim zweiten Mal wird es ein Bann. Das wird auch konsequent durchgezogen, egal wie lange man hier Zuschauer ist. Und beim nächsten Stream werdet ihr wieder entbannt. Oh! Hallo Dini, schön, dass du hier bist.
Ein Königreich für Schuhe. So, wo ist das Traitor-Miststück? Komm her. Ja, Catfight! Hört auf, seid artig oder ich muss dazwischen funken. Wir spielen jetzt TTT. Oh. Dann kriegst du von beiden Frauen einen auf den Arsch. Ich bin Detective. Oh, da stehe ich drauf. Da stehe ich drauf. Von Nini und Katja verklopft zu werden. Ich bin auch Dete. Oh, ich hab's fast befürchtet, dass sowas kommt. Evanshaw, es geht darum, dass wir TTT nachempfinden, also in DC. Jeder der Teilnehmer, der hier steht, hat so einen komischen Rucksack auf dem Rücken und da drin liegt ein Zettel. Und auf dem Zettel steht, wie hängt dir eine Waffe in der Luft? Was man ist. Also sprich, Finger weg. Die wollte ich ins Wasser werfen, das ging aber nicht. Sprich, ob man Traitor ist oder ein Gutmensch. Und ja, der Traitor muss zusehen, alle Gutmenschen zu eliminieren. Dass so leise und unauffällig wie möglich, dass er nicht auffliegt. Und ja, am Ende hat natürlich überleben als einziger. Wir kriegen nachher noch Events zwischendrin, Kurzevents, die wir tätigen müssen. Wie das ausfällt, wissen wir auch noch nicht. Ich bin nicht crazy. Wir müssen uns einmal überraschen lassen, sagen wir es mal so. Also es ist, du bist Opfer vom Dienst. Ich bin Friedruhn. Ja, mal gucken. Friedruhn, also auf jeden Fall. Friedruhn. Wird spannend, sagen wir es so. Friedruhn fällt. Wir müssen halt auch versuchen, als Gutmensch den Traitor zu entlarven. Desto besser man lügt, desto besser wird's. Ach, da. Ich bin jetzt. Alle, der, wenn Freyden unten ist, sind alle komplett. Okay. Ich denke schon. Was passiert, wenn wir die Orca abknallen? Dann haben wir gewonnen. Gleich wird ein Schuss fallen, dann geht das Event los. Das Event geht los in 3, 2, 1, 1, okay, oh Gott. So, ich werde jetzt mal losgehen und gucken, ob ich irgendeine knappe finde. Hilfe! Okay. Hilfe! Ich muss die Papier zupfen! Nein! Schlimm! Ich weiß ja nicht, Anni, so eingestellt. Oh! Geh mal weg! Ich muss eine Knarre finden! Christoph, ich werde vor dir im Prison sein! Halt die Fresse! Unten geht. Also hier darf alles genutzt werden auf der Insel? Ihr werdet alle sterben! Ich habe 45er Munition in meiner Tasche, aber natürlich die Waffe nicht. Was ist denn das vor mir, der hotte Cowboy? Weil Orlo keine Schuhe anhat. Ja, ich renn barfuß, meine Füße tun weh. Wächter, das yes, Waffe ist meine, geh weg! Mein Loot! Mein Loot! Alles mein. Wo war die? Verdammt. Ich weiß, dass hier irgendwo eine. Alter, wie alles leer ist, ne? Ich war vorhin auf eine Glock. Verdammt. Warum ist hier alles leer? Verdammt. Also ich habe was gefunden. Schöne Dinge. Ja, letztendlich ist egal. Die erste Waffe, die wir finden, müssen wir nehmen. Gut. Ja, also ich würde dir auch empfehlen, dass du bei allen die Sound ausmachst. Also Musik oder Sprache aus und nur bei einem laufen lässt. Das hilft ungemein. Quietsch, 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 quietsch. Ja, das Problem ist, keiner hat einen Plan, wer der Traitor ist. Das ist, ziemlich doof. Alter, hier war aber jemand schnell mit Looten. Ich habe eine Idee. Kann man? Schnucki! Tödlich, würde ich sagen, oder? Ich erinnere mich, also wenn ich nicht gerade Pech habe und derjenige die gleiche Blutgruppe hat, dürfte es tödlich sein.
So, wo sind die Desi Survivor Experten? Wer kann mir das bestätigen oder auch nicht? Aber ich meine ja. 2, 3, mein. Ich habe nur dich auf Sound stellen. Alles am Dankeschön. Ja, okay, genau so meine ich. Ich hoffe, die Leitungen machen es auch mit. Wie hier zwei von den Dingern liegen, ne? Was habe ich die gesucht vorhin, wo ich auf dem Weg hierher war? Das Problem ist, ich denke, dass der Trader besonders gut ausgestattet wird. Also das heißt, er wird viele Waffen haben. Moin, zu spät. Wie die ja alle rumlaufen. Mhm, und keiner findet eine Waffe, weil alles leer ist. Also ich habe eine. Really? Ich habe auch eine. Naja. Ja. Ich habe sogar zwei. Dann glaube ich, muss ich dich umbringen. Komm mal her. Nee, als du? Nö. Ach, lass mal. Wir könnten ja auch teilen, ne? Ja, ja, ja. Das Problem ist, zwei Waffen könnte für mich tödlich enden, ne? Das darf man nicht außer Acht lassen. Da fragt man sich, ob man überhaupt... Wir sind hier noch Tür zu. Wow. Wow. Wow? Komm nicht zu nah, wenn du Traitor bist. Well. Oh nein, Wuschel ist hier. Oh Gott. Oh nein, Wuschel und Nini. Oh, oh, shit. Ich hau. Wie seid ihr denn alle hier? Ja, hier. Würdest du jetzt gerade wissen, hä? So Traitor. Das Problem ist, ich muss natürlich auch jemanden erwischen, der nicht meine Blutgruppe hat, sonst helfe ich ihm sogar noch. So ganz unbewaffnet sind so. Warum läuft jemand hier mit? Kannst du deine Hände auch runternehmen, ne? Ah. Ich bin Ork. Ach, du bist Orga. Okay. Dann lass die Hände oben. Nee, wie jetzt, Alter? Oh, ich bin total überfordert. Hammer nice. Okay, das mit der Waffe hat sich dann erledigt. Haben alle Angst? Niemals. Niemals. So meine Frage hier in den Chat. Wer von euch weiß, was ich bin? Hände hoch. Aber nicht schreiben. Nicht schreiben. Nur wer weiß, was ich bin. Wer das auf dem Zettel hat lesen können. Einfach mal Plus. Wer es gelesen hat und weiß, was ich bin. Ich will mal wissen, ob die Mehrheit weiß, Oh Gott. Ich. Egge, okay. Gut. Fuck. Potenzielle Waffen wegnehmen. Okay. Millie, ich bin der Jedi und muss den Sith jagen, entlarven. Oder den Sith, wie auch immer man das aussprechen. Ich bin Urbo. Wieso tut er sowas? Das ist verwirrend. Moin! Alter, wie ich hier niemanden traue. Wurde eigentlich geklärt, wie weit das Areal geht? Darf ich wieder rüber bei der Brücke? Bezahlst du, dass wir schweigen? Eigentlich brauche ich nichts zahlen. Geh weg! Weißer Buni hat benimmt sich komisch. Warum? Ich bin ein guter Mensch, ich kann Ihnen den... Hallo. Was kannst du mir? Zettel zeigen. Den Zettel zeigen, dass ich ein guter Mensch bin. Darfst du doch gar nicht. Mensch bin. Na gut.
was liegt da? Rebell läuft mir immer nach. Rebell hat dich lieb. Oh Gott. Die ganze Insel? Okay, danke schön. Danke, Chaos. Ja, die gesamte Insel. Auch die andere Brücken. Alles klar, danke. Ah, okay. Die Information fehlte mir auch. Ich kam eben rüber zu euch. Und hab's euch gar nicht. Doch, hat er. Gar nicht. Oh Gott. Das Problem ist, wenn man Traitor ist und es kann ja sein, dass der eine Sniperwaffe hat, man weiß es nicht. Oder ihm wurde auf dem Zettel geschrieben, wo er eine findet. Dann würde ich mich irgendwo da oben positionieren und schon mal systematisch langsam. Alles wegholen. Puh. Ja, ich bin schon, also wie gesagt, für euch behalten auf jeden Fall, weil keine Gnade. Beim ersten Mal Timeout 10 Minuten, beim zweiten Mal Bann. Wisst ihr, wie angenehm es ist, wenn man Traitor ist? Oder so, der sogenannte Sith? Denn man hat jede Menge Zeit. Man kann alle Stärken ausspielen. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Keine. Also lieber so eine Tipps nicht geben. Also ja, wenn ihr mal irgendwo jemanden seht, ja, aber bitte keine Details. Lass mir gerade so noch durchgehen. Nicht unbedingt posten. Tipps gar nicht. Also wie gesagt. Das Problem ist, der Traitor muss das ja auch still und heimlich machen. Ich würde mich am liebsten zur Masse gesellen. Irgendjemand ist hier noch unterwegs. Steck dir mal die Waffe weg. Warum? Damit du mich abschießen kannst, oder was? Nee. Ganze Insel. Wisst ihr was? Geht das noch? Wahrscheinlich können sie mich gleich unten einsammeln. Gebrochenen Bein. Da steht eine. Ja, das wäre es jetzt gewesen. Finde ich gut, ja. Und warum steckt sie nicht die Waffe weg? Okay. Nicht wundern. Ich will mit Absicht auf der Seite rüber. Mal gucken, ob ich von hinten alles beobachten kann. Ich will mal Sneaky Beaky like beobachten und gucken, ob ich so den Trade entlarven kann. Oder ich werde jetzt direkt Oder ich werde auf dem Weg direkt weggeholt und bin dann die erste Leiche, die nie gefunden wird. Ich hoffe, dass es erlaubt komme. Davon stand nichts drin. Die ganze Insel, wenn ich 2 Meter schwimme, ist hoffentlich erlaubt. Moinsen Svenneken. Das Ziel der Veranstaltung ist es, den Traitor in der Masse der Mitspieler auswendig zu machen. Es darf nicht willkürlich geschossen werden, ohne dass ein Verdacht besteht. Das heißt, wenn der Traitor in Flagranti erwischt wird, wie er zum Beispiel jemand anderen umbringt, und das gesehen wurde, darf man schießen und ihn dann holen.
Ansonsten ist es strikt untersagt, frei weg zu schießen und natürlich muss man als Gutmensch überleben. Also Ziel ist es, das Event bis am Ende zu überleben. Kurzfassung. Also entweder als Traitor oder als sogenannter Gutmensch. Ich glaube, das war hier zu steil, ne? Oder komme ich hier hoch? Bin hier schon mal durchgekommen. Lasst mich durch. Okay. Das ist natürlich doof. Uncool, echt uncool. Fuck! Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Am Arsch! Search for stones, okay. Fuck! Gut. Geht mir mal fix ein paar Dings bauen. Das haben wir schon mal gut hinbekommen. Auf jeden Fall überlebe ich lange. Okay. Nee, haben wir schon drin, ne? Ja, schön. Deswegen wollte ich eigentlich da oben hin, um das zu beobachten. Damit ich weiß, wer schießt. Das ist jetzt echt ätzend. Was zerlegen wir denn? Der da, ne? Geht nicht? Klar, wollte ich doch meinen. Splint. Alter, ernsthaft? Ich hoffe, er schießt mir jetzt nicht in den Rücken. Warte kurz, ich habe mir die Beine. Ja, ich habe mir die Beine gebrochen. Psst, leise. Ich wollte eigentlich hochkrabbeln und beobachten, aber bin abgerutscht. Von wo kommst du? Du hattest schon eine Pistole in der Hand, oder? Ich hatte gerade eine Pistole in der Hand, ja. Weil ich nicht wusste, ob hier jemand runterkommt. Welche? Bitte? CR-75. Was für eine? CR-75. Ich würde jetzt auch gerne hochgehen und gucken, wer geschossen hat. Willst du andersrum gehen? Ich würde sonst weiter nach vorne gehen. Gucken, wer es war. Ob man Tote findet. Da ist er schon. Okay. Er benimmt sich sehr ruhig, ne? Der Glenn. Also es ist Glenn. Hat mich auch ziemlich spät gesehen. Natürlich ist jetzt der Zweifel, ob ich nicht von oben geschossen habe und runtergerutscht und gefallen bin. Mir nur gerade noch was einfallen lassen. Habe ich noch irgendwas, was ich zerlegen kann? Scheiß First Person.
Dann ist immer ruhig, meinst du? Eigentlich wollte ich hier auf die Seite des Zauns und beobachten. Oder horchen halt. Das Blöde ist, am First Person muss man immer gucken, ob man wirklich die Knarre in der Hand hat. Was willst du hier? Nein. Ich will nur hier... Ach, hier sind die Leiche. Ach, Leiche. Drei Stück. Ja, ja, willst du hier... Willst du hier eigentlich eine Waffe snacken, oder was? Ja, natürlich. Willst du mich da anfinken, oder was? Nein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was denn? Keine Ahnung. Knarre in der Hand. Wir waren gerade Schüsse. Wo? Hier in dem Innenhof. Gerade eben? Ja, ja, im Innenhof. Gerade okay. Okay. Mal gucken. Weil alleine traue ich mich hier nächstes Jahr. Ja, ach, come on. Come on. Mit? Ja, ja. Wow. Fuck. Okay. Was? SKS-Schuss. Krass. Meinst du, war SKS? Ja. Das kann man von drüben. Ja, ja, das war definitiv SKS. Ja. Vielleicht mal wegstecken, das macht mich nervös. Ja, ich hab dasselbe Problem, Uschi, hier drüben. Ich mich und ich kann mich nicht wehren, oder was? Ja, aber ich schieb doch gar nicht. Ich lauf doch auch ohne Waffe rum, Mensch. Ja. Ja, aber dann kommt jemand um die Ecke, wie hier, High Five, der auch keine Waffe hat und Bock hat. Der auch keine Waffe hat, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer von euch hat denn da die SKS mal, by the way? Ich hab ne SKS, aber ich hab die geschossen, weil ich war ja die ganze Zeit gerade bei Nini. Ja, der hatte so die Pistole in der Hand, der war's, ne? Okay. Wo bist du denn, Wuschel? Verrate ich dir nicht. Ja, eben, ne? Versteckt. Verratest du nicht? Ich traue niemanden hier. Schon gar nicht hier. Niemanden? Niemanden. Wieso mir denn nicht? Ach, come on. Weißt du ganz genau, du Miststück, du. Nummer zwei. Ganz genau? Hm. Okay. Ich weiß, wo du bist. Hast du Wallhack an, oder was? Nö, ich höre deine Stimme. Dann kann ich das wissen, wo du bist. Okay. Ja, soll ich mal zu dir kommen? Weiß ich nicht, ob ihr auch du sollst. Bei Nini bleiben. Na, zu dritt? Ja, lass mal zu dritt weiter, das ist mir wohler. Bis jetzt sind wir immer so Einzelpersonen über den Weg gelaufen. In der Hand. Also, ja, weil ich Angst habe. Weil ich Angst ja, habe, ja, komm. Deswegen. Ja, ja. Ich kann sie auch wieder wegpacken, aber ich habe trotzdem Angst. So, Nini, ich komm rein, Achtung! Soll ich dir hier mein Tattoo zeigen? Da ist ein SKS, das ist ein SKS! Die SKS ist hier oben! Wo? Ja, aber die hat nicht geschossen! Zwischengang. Die hat nicht geschossen, ist schon confirmed! War die geschossen? Nein! Ist confirmed! Ich hab die. Alter, was ist denn hier? Okay, dann Entschuldigung, tut mir leid. Nee, ich hab die SKS. Und wer hat die erschossen hier? Das war der von... Warst du das nie? Du hast die da erschossen. Ja, genau. Das war hier genau. Ein Guter. Das war der Orlando, hier auch ein Guter. Und das hier war der Traitor hier, der vorne liegt. Alter. Ich hab mir den Rücken geschossen. Oh. Ich bin erstmal weg. Warum fehlst du? Nee, der oben liegt tot. Ich bin erstmal weg. Tschüss. Nini, geh weg! Ich glaube, Katja wollte sich gerade umbringen, hat aber dann gesehen, dass ich hier gerade zuschaue. Ich lasse jetzt trotzdem lieber geschaut, auch wenn du Angst hast. Ist das hier ernst? Was denn? Jetzt trau mir doch mal! Sie hat gerade gespielt und hat dann gesehen... Nini, du lügst! Du lügst, Nini! Ich
Da auf der Seite standen zwei Leute. Ich hätte niemals zwei Stück mit einer Pistole wegholen können. Der hat gezielt auf Ethan. Und ist dann weggerannt, wo sie da was gezielt. Ich bin nur in der Nähe. Alter, Ninni. Ja. Boah, wie zieht. Alter. Huch! Ich sag jetzt Katja, der vor uns. Ich das vorhin schon mit Katja zusammen. Und ich hab nie auf mich geschossen. Von daher wundert mich das schon. Aber gut, ich meine. Ja, das ist Katja, ne? Die schießt nicht immer sofort. Katja, was steht jetzt bei dir unten links? Wo ist dein Firma später rückwärts? Soll ich dir das echt verraten, Agent? Da steht My Feet Hurts. Nee, My Feet Are Sore. Das steht bei mir unten links. Ja, das sag ich doch. Trader. Alles klar. Ja, Katja ist bei mir. Sie könnte auf mich schießen. Ninni ist Traitor, eindeutig. Scheiße. Also ich laufe die ganze Zeit ohne Waffe. Ich hab keine Waffe. Okay. Andere Frage, wir sind jetzt hier noch vier leben noch. Zwei liegen tot oben. Wie viele sind noch? Außer uns. Drei liegen tot. Drei? Drei sind tot. Ja. Irgendjemand ist hier oben noch. Hat jemand eigentlich einen High Five gesehen? Wo ist ein High Five? High Five ist gestorben. Der war ein Traitor. High Five war Traitor? Nein, ich lebe noch. Wieso lebst du noch? Ich lebe doch noch. Alles klar. Achso, dann. Ne, das war High Five, Entschuldigung, tut mir leid. Ich hätte dich ja verwechselt. Alles klar. Ah, scheiße! Nein. High Five hat aber auch ein SKS. Ja, ich war doch erst auf der Straße. Die haben mich auf der Straße Richtung andere Seite gefunden. Leute, ich habe versehentlich einen Hide Body gemacht. Das war keine Absicht. Verdammt. Ja. Das war keine Absicht. Nee. Das ist schon wieder das Ding, ne? Später. Ja, das ist Tiffen. Da war einer bei. Definitiv. Irgendwie. Ja. Hype brauche ich aber auch gerade nicht mehr. Keine Ahnung. Wieso? Nur weil ich die SGS jetzt habe oder was? Natürlich! Ja! Die habe ich gefunden! Ja. So siehst du aus! Ren, oder nicht? Wo ist Katja? Ja. Ren? Ja. Du lebst auch noch! Wer lebe ich genau? Warum sollte ich denn nicht leben? Sieht man so wenig? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, hier sind schon welche gestorben, deswegen weiß man nie. Sunshine, TTT heißt Trouble in Terrorist Town, das ist eigentlich ein separates Spiel von Valve, beziehungsweise eine Mod. Vorsichtig. Okay. Ich hätte jetzt schießen können, ich hätte High Five die ganze Zeit erschießen können, hab's nicht getan, ich schwör. Ich trau Katja trotzdem nicht. Oh Gott! was wollte ich jetzt? Ja, TTT ist Trouble in Terrorist Town, eine Mod von Valve zu Half-Life. Und da geht's halt darum, dass es Verräter und Gutmenschen gibt und die Verräter müssen die Gutmenschen ganz still und heimlich ausschalten. Durch Intrigen und was weiß ich nicht alles. Und ein Traitor liegt da vorne. Das Komische ist, er hat einen zweiten Zettel in der Tasche, das wundert mich gerade. Hier sieht man es auch, also auch wenn die UI das jetzt überblendet, dahinter steht Gutmensch, also ich bin kein so ein Traitor. Und alle, die dazukommen, bitte jetzt nicht in den Multistream mit den Leuten das schreiben, ihr werdet instant getimeoutet. Beim ersten Mal 10 Minuten, danach Dauerbann. Oh. Flashbang? Das war keine Flash. Das war eine normale. Das High Five war das. Ich brauche neue Schuhe. Und zwar dringend. Was findet im magischen Koma? Sag ja, High Five Frau ist nicht. Nein, die kannst doch nicht trauen, den Menschen. Habt ihr doch nie jemand erlegt? Jetzt habe ich auch noch meine Position verraten, ich Trottel. Ich bin mir erstmal weg. Was
eine Idee. Ich weiß, dass ich mir hier tausendmal die Beine brechen kann. Ich habe mal eine Idee. Mal gucken, ob es aufgeht. Vielleicht kann ich die Konsorten beobachten. LOL. Oh. Oh. Lass es. Hallo. Geh, geh, geh einfach runter, geh einfach runter. Hör auf zu zielen. Hör geh auf einfach zu. Runter, geh einfach runter, okay? Hör auf zu zielen. Ich geh ja runter. Okay. Ich trau dir immer noch nicht, Agent. Oh. Ja, auch nicht. Du hast gerade auf mich gezielt, hallo? Ja, 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 das geht um mein Leben. Ich hätte aber auch schießen können. Ich hab dich vorher gesehen. Ja. Geh weiter, husch. Kusch, kusch, kusch. Ich komm hier nie wieder weg. Wieso läufst du mir hinterher oder was? Na klar. Wieso läufst du mir hinterher? Ja, weil ich hier oben sonst gefangen bin. Ich bin die Prinzessin auf dem Turm. Weißt du? Techno-Tanz-Team. Nee, hat jemand was zu trinken? Trainer. I'm shaking. Ich brauche neue Schuhe. Hat jemand Schuhe für mich? Schüsse! Say what? Was war das für eine Knarre? Die Schüsse. Ist das kein Teil? Scheiß nicht. Ja. 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 Terrorist in Trouble Town. Trouble in Terrorist Town, genau. Nini, bist du noch da? Och nö, der Hi-Fi. Lol. Ich glaube, dass es der Agent ist, ne? Der hat von hier oben auf die Nähte runtergeworfen. Das war eine SVD, ja gut, das kann aber vom Spielleiter sein, es sei denn, der Traitor bekommt den Vorteil. Ich meine, glaube ich ja eh dran, ne? Weil er wahrscheinlich jetzt nur noch alleine ist, weil ein Traitor schon tot ist. Dass er eine SVD kriegt, das wäre aber ziemlich krass. Mein Kommandase. Ich brauch Schuhe. Den echten Hasen sehen, keine Ahnung. Ich zeig den echten Hasen, wie rum das kurz drauf ging. Ich hab's vergessen. Findest du den Helden? Findet man? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Hast du den Helden? Oh Gott, warte mal, wie war denn das hier? Da. Wow. Echt, darf ich mir das trinken abholen? Ich hab doch vorhin irgendwo auf dem Gang Stiefel liegen sehen, aber wo war das? Ich will doch nie zu. Dö. Das war hier jedenfalls nicht. Nee, da lang. Ich suche immer noch den Nummer. Für uns den Chat lesen. Was? Was? Den Chat lesen? Oh Mann, ach du Scheiße, Leute, wartet mal, ich hab die Chats aus. Warum? Wer ist ein Kleinhase? Warum hast du eine Winnie in der Hand? Du bist nicht Koma-Nase, ne? Weil ich hab die auf dem Rücken und weil ich diesen Typen gefunden hab, der da vor uns steht. Ach so. Oh, Koma-Nase? Oder ja, das Event, geht. Oder? Dementsprechend. Ja, ja. Koma oder ist hier irgendwie ein anderer Spielleiter? Wer Essen und Trinken braucht, bitte zurück zum Zelt, wo ihr eure Rucksäcke bekommt.
vergessen habe. Wo sind deine Winchester? Alles klar, danke. Wer essen oder trinken braucht, bitte am Zelt, wo ihr eure Rucksäcke bekommen habt, meldet. Auf den Boden, oh danke. Ich danke mich bei dir. Okay. Du fair bist. Ich müsste normalerweise meine Gier ändern, weil jetzt wissen sie alle, wie ich aussehe. Ich meine, schon schlimm genug, dass man weiblichen Char hat. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass es Agent ist. Ninny habe ich schon lange nicht mehr gehört. Geht wahrscheinlich in Deckung. Pants haben wir. Wow, Alter. Ruined oder was? Nicht jetzt. Ich bin knapp mein Gondor. Ist hier wieder was passiert? Nicht, dass ich wüsste eigentlich. Ich habe nur jetzt Komas Stimme schon gehört, deswegen nehme ich mal an, dass die Winnie einen neuen Besitzer gefunden. Ja, ja, ich habe die. Winnie? Ah, du hast die. Ah, okay. Jo, nice. Lass doch mal draußen davon, Koma. Joa. Alter, du bist ja eine linke Ratte. Okay. Ich meinte, der Agent hat gerade gesagt, er hat einen Winnie. Alter, ah, wo ist meine Knarre? Hab ich dich. Du kleiner, mieser... Nicht wahr, oder? Die ist nicht geladen. Was denn? Was war denn das mit dem Schuss? Und mach langsam. Hab ich nicht gehört. Keine Ahnung, ich hab gar keinen gehört. Bitte? Das war ja kaum zu überhören gerade. Ja, ja, ein Schuss. Also ein Schuss hab ich gehört, aber ich kann das hier zuordnen. Es war nur ein Schuss. Pistole oder was für ein großes Ding? Das war was Großes, Winnie-mäßig, der erste. Es gibt hier einen Toten, das Problem ist, die Zettel sind ruiniert, deswegen weiß ich nicht, ob es der Traitor ist oder nicht. Kannst du nur noch lesen, wenn es ruiniert ist. Sorry. Ist es? Okay, weiß ich nicht, wusste ich nicht. Ja, glaub schon, ja. Okay, Wuschel ist ja, guck mal, er da. Er ist von Zettel. Down. Also die erste Schuss war definitiv weiß, was Großes. Ist, aber... Ja, der hat auf mich geschossen und deswegen habe ich zurückgeschossen. Ja, dann guck mal auf den Zettel. Ja, guck mal auf den Zettel. Glaubst du, ich gucke jetzt auf den Zettel oder was? Ja, klar. Ja, wie bescheuert hältst du mich? Könnte um dein Leben gehen, sagen wir es mal so. Wenn ich bin. Dann guck du doch auf den Zettel. Damit du mir näher im Rücken schießt? Ich weiß ja nicht mal, wo er erschossen wurde. Das ist das Problem. Ja, hier oben liegt er. Hier, erste oben. Nenni, sag mir wo. Zu dritt wird schwierig. Ja, ist ja kein Problem. Ich schieß nicht. Nenni, wo? Dann komm ich mit hoch. Wenn keiner auf mich schießt, schieß ich nicht auf jemanden. Du kommst gar nicht mit hoch. Du bleibst hier unten. Oh, oh, oh. Nimm die Waffe runter. Okay. Nimm die Waffe runter, Zettel. Oh, Mann. Ah, okay. Ich trau dem Itchen nicht, ja, Alter. Ist unten. Wo ist eigentlich meine zweite Knarre? Da. Ja, du hast eine Pistole jetzt in der Hand. Ja, ich hab die aber nicht im Anschlag. Wo sieht man denn, ob die geladen ist? Auf den Zettel, Alter. Guck doch einmal ein bisschen auf den Zettel, ob der Traitor ist oder nicht. Ach Gott. Das heißt, beide haben. Geh in eine Zelle rein und schließ die Tür ab. Mach die Tür. Das Problem ist, dass der zwei Zettel im Inventar hat und auf einem steht Gutmensch und auf einem steht Verräter. Das ist natürlich auch. Ah, ist ja nice. Ja, super. Ist er die dann weiß ich es auch nicht. Ey, geh weg von mir, geh weg von mir. Ach nee, du bist. Ah ja, nee, sorry. Okay. Im TS an Newton geht. Was? Geh in eine Zelle rein, mach die Tür zu. Ja, geh in eine Zelle rein, mach die Tür zu. Du! Bin noch gar nicht gemutet. Ja, okay. Dann auf die Leiche. Ja? Ja, okay. Und wo ist die Leiche drin? In welchem Raum?
Ne, die liegt doch hier auf dem Gang. Auf dem Gang her. Hier. Ach da. Hier. Ja, dann geh da rein jetzt wieder. Mann, ja, hier sind zwei Dinger drin, ja, das ist natürlich schön, ne? Jetzt hab ich doch verstanden. Hab ich doch gesagt gerade. Mann, die hört nicht zu. Warum hast du ja, aber die Spielleitung müsste doch wissen, ob das jetzt der Traitor war oder nicht, weil dann wäre das Spiel ja jetzt vorbei. Und dann müsste sich jetzt mal hier die Spielleitung zusammensetzen und mal eben kurz klären, ja oder nein. Weil mit zwei Zetteln ist echt scheiße. Aber vorhin hatte schon mal jemand zwei. Nein, fuck. Kennst du? Lol. Oh, fuck. Boah, Nini, ey. Hoppala. Das gibt's doch nicht. Halt. Ruhe. Alle mal bitte zur Brücke zwischen die zwei Inseln. Alle zur Brücke. Okay. Der hat sich gecancelt. Warte mal, die Brücke. Alle zur Brücke zwischen den zwei Inseln, auf die Brücke. Wo geht's denn hier raus? Da geht's nicht lang. Hier liegt auch ein Toter. Stimmt. Wer ist das denn? Ist ein guter Mensch. Alle zur Brücke. Das ist High Five. Alle zur Brücke. Bladic, ist das ein guter Mensch? Alle zur Brücke, weiter. Zur Brücke. Ich glaube, Bladic war High Five. Okay. Lol. Wow. Was ist denn hier los? Hier gibt's Essen, falls du Hunger hast. Juhu. Wir sind nur noch zu viert? Ernsthaft? So. Genau, ihr seid noch zu viert. Der Rest ist mittlerweile verstorben. Wie ich eine Vermutung schon habe, ne? Ich habe auch eine Vermutung. Ich würde mal sagen, alle euren vorhandenen Zettel schmeißt ihr einmal über die Brücke ins Wasser. Bitte was? Und dann Warum? Bekommt ihr nochmal eine neue Rollenverteilung von mir. Ah, okay. Lol. Ja, also ist keiner von War uns ihr? Der Traitor gewesen. Doch, ich genau, denke ihr schon. Seid alles Gutmenschen. Quatsch jetzt. Wir sind alles Gutmenschen, na guck mal einer Ihr an. Seid alles Gutmenschen gewesen. Ja. Ihr habt quasi die erste Runde gewonnen, so gesehen. What the fuck, Alter, okay. Ja. Yay. Ja, nein. Nice. Katja, war's nicht? Du, ich hab die ganze Zeit zu Agent tendiert. Warum ich? Weil also irgendwie der Spruch von der Winnie... Der Traitor... Ja? Dass der Traitor am Anfang die anderen beiden Traitor weggeballert. Nee. Ja gut, weil sie es nicht wussten, gesagt, oder wie? Der Traitor... Und das Blöde ist, der... Eine Traitor hat direkt am Anfang die anderen beiden Traitor umgepustet. Lol. Hat Traitor auf dem Zettel stehen, hier der und der ist auch Traitor? Hätte ich immer machen sollen. Das war ja das Lustige, die Traitor untereinander wussten auch nichts von sich. Oh Gott. Ihr wisst ja jetzt noch nicht, wie viele Traitor ich an euch verteile. Vielleicht seid ihr ja auch noch jemand. Dankeschön. Alle sind Traitor. Ja, hallo. Vielleicht seid ihr alle vier Traitor. Oh Gott, warte mal, ich hab keinen Platz. War ich dem Traitor oder nicht? Ja, war gut, nee, wir waren jetzt alle noch mal Zettel von mir. Bitte einmal der Erste. Bitteschön. Dankeschön. Oh Gott. Der Nächste. Wer ist noch am Leben hier? Katja? Wir müssen die Menschen vielleicht. Sehr schön. Wer ist denn hier? Dankeschön. Wer ist er denn hier? Du? Oh shit. So. Noch ein Zettel. Bitte schön. Ich drück mir jetzt mal gerade ein bisschen Essen rein durch die Geschichte mit dem Absturz von. Ich guck gar nicht auf, ich trau mich gar nicht auf den Zettel zu gucken. What the fuck? So, und Nini. Wir brauchen noch wer irgendwie essen oder trinken. Danke. Nee, danke. Ich überlege gerade ein bisschen zu trinken. Hier, doch, hier ist noch was. Nee, leer. Ich brauche irgendwas zu trinken noch, wäre nice. Ich habe irgendwie einen miesen Absturz hinter mir. Ich bin da jetzt.
Der Agent! Du hast dich aber verändert! Ja, Nini? Ein bisschen. Ich hab mal neue Sachen angezogen. Was hier? Ja. Dankeschön! Ja, jetzt bin ich hier mit den, mit den drei Streamern oder was? Ja, herrlich. Ich war mit den... Komm jetzt im Fernsehen! Lol. Ich war so viel, ich war mein eigener Feind vorhin. Bin richtig schön rumgeglitscht, hab mir erstmal die Beine gebrochen. Eigener Feind? Ja, ja, ich hab mir Beine gebrochen, allen drum und dran. Ja, dann bist du auf einmal weggelaufen von mir. Ja, ich konnte nicht wissen, dass du gut bist. Du warst unheimlich. Ich war unheimlich. Ja, ja, natürlich. Ja, aber warum hast du denn vorhin auf Eastrum gezielt, Katja? Weil einer von den beiden wahrscheinlich ein Traitor war. Die stand zu zweiter. Auf jeden Fall. So, und redet nicht. Ich guck's die an, sie guckt mich an und rennt weg. Ne? Also mehr. Du standst unten alleine. Du hättest ja auch schießen können. By the way, du hättest mich auch erschießen können und dann schnell weglaufen können. Die Chance muss man auch sehen, ne? Vor allem bei Nini, du bist ja auch so ein Miststück. Ich hab aber gar keine Waffe, ich hab immer noch keine Waffe. Ich bin glaube ich die Einzige, die mir nichts schon hat. Also mir kann man vertrauen. Du hast deine Fäuste, das sind schon Waffe genug. Fäuste, Was machst denn du hier? Rauchparty oder was? I smoke weed every day. Was ist hier los, Alter? Ja, ich zieh mal weiter. Was hab ich denn jetzt in der Hand? Immer noch die blöde PET. LOL! Alter! Als erstes kriegst du eine hier! Bin zusammengezuckt hier! Boah! Und nicht vergessen, einer von euch ist ganz bestimmt der Traitor! Bestimmt du! Ah, oh, what the fuck? Okay, jetzt geht's nämlich los. Lini hat eine Waffe! Oh Gott, stimmt. Warte mal, ist ja neu gemischt. Oh! Ich bin weg erstmal. Nini hat eine Waffe. Feuerlöscher ist tödlich. Oh, war ja. Ja, stimmt. Wer weiß. Millie, mal ein bisschen schneller bitte, ja? Ich hab's jetzt gerade mal übernommen. Instant, sobald irgendwas über das Game ist, Inventar, Zettel, Gutmensch, Traitor oder was auch immer, direkt timeouten. Da nehme ich auch keine Rücksicht, Traudi. Kein Bezug. Das hat Einfluss auf das Spielgeschehen, sofern der Chat gelesen wird von den Usern. Hier brauchen Wasserflasche. Ja, guck mal, hast du noch eine Waffe? Ja, gerade eben gefunden. Oh, B5, die ist aber nicht geladen, ne? Boah. Mein Gott. Mein Gott, der liegt an, aber so ähnlich. Boah. Oh. Okay. Da man das ja nicht ausschließen kann, ne? Was da auch eben geschrieben wurde. Lieber erstmal auf Abstand.
Genau. Schön gesagt. Das ist... Okay. Ach, scheiße, ich brauche mal ein bisschen was. Irgendwie eine SKS wäre nice oder so, wisst ihr? Oder halt die MP5 wäre auch schön gewesen. Die sind schon offline beide, okay. Wow. Hey. Wow. 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 Sind wieder alle. Wow. Der schleicht nicht nach unten rum. Ich will was Größeres haben. Ich will irgendwas Größeres. Irgendwas. Bin ich offline? Hat Nini... Ah, okay. Wer nicht weiß, wie man sterben kann, Sarai zeigt's euch. Agent? Hast du gerade geschossen? Nee. Wer war denn das? Der, der pfeift bestimmt. Könnte sein. Ich hab definitiv nicht geschossen. Es ist gar nicht so abwegig, ne? Was da gerade stand. Es ist gar nicht so abwegig. Das würde die ganze Sache natürlich spannend machen und Nini hat sich natürlich erstmal verpisst. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Davon mal abgesehen. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe gleich eine Vermutung, dass ich dich gleich sehen werde. Oder auch nicht. Ich habe auch irgendwie die Vermutung. Nee, jetzt gehst du wieder weg von der Stimme her, ist auch nicht schlimm. Okay. Das ist so. Ich bin gerade im Überlegen, ich werde mal ganz kurz rübergehen in das andere Haus. Drüben, vielleicht ist da irgendwas nachgespawnt. Hallo? Moin! Das hat ja. Hey. Vorsichtig, da drüben wurde geschossen im Haus. Hat ich dir den Schuss gehört? Ja, ja, drüben im Haus. In welchem Haus? Da hinten. Wo da drüben? Da hinten, zweite Etage oder so muss es gewesen sein. Okay. LOL. Was LOL? Frau. Da, hier liegt ein. Was? Ich kam doch gar nicht von hier. Agent war aber drüben und wir sind nur noch zu viert. Nini. Agent, ich glaube Nini ist es. Ich war hier in dem einen Frack. Was? Wieso? Ist wieso? Noch halt wo, noch wo, liegt denn, wo liegt denn jemand tot? Halt? Halt ist da oder nicht? Halt ist doch schon länger tot. Echt? Die Leiche hier unten liegt schon länger. Glenn liegt hier oben. Ich weiß nicht, war er vorher schon tot? Nee, der Puls ist noch warm. Der mit dem roten Halstuch ist durch einen Bug gestorben. Ach, Halt ist durch einen Bug gestorben. Ja, nice. Wow. Das krasse ist, Nini kam okay. Von hier. Nini kam von hier und die Leiche lag hier schon. Und wir waren beide drüben. Wir waren beide drüben. Okay. Das stimmt, wir waren beide drüben. Nini. Warum zieht Nini? Auf mich, Katja? Macht der Gewohnheit. First person. Sieht komisch aus. Und der oh, Alter, ich wollte gerade sagen. Nini ist jetzt vorhin auch abgehauen, nachdem ich sie bezichtigt habe. Okay. Ich habe ein bisschen Angst vor dir, ne? Ja, ja, du. Weißt du schon. Toll, Katja! Fuck. Ja, ja. Katja ist es. Nini ist bestimmt auch schon tot. Boah, Alter. Hatte ich nicht? Nein, Scheiße. Agent? Ja? Ich lebe noch.
Okay, Katja ist es. Katja ist es, okay. Katja hat auf mich. Hat gerade auf mich geschossen. Wo weiß aber nicht, wo sie ist. Ja, super. Macht ja super. Ich bin abgehauen, Entschuldigung. Ja, weil nämlich, sie kam nämlich da auch lang gelaufen, dann war sicher. Ja, sie hat auch die Gleiche gesehen, ne? Nenny ist meine Verbündete. Ja. Bin ich ganz sicher. Ne? Oh Gott! Oh. Das kann sie aber auch nicht. Er hatte gerade auf dich geschossen? Nee. Ich dachte, sie hätte auf dich geschossen. Ja, ja, na, hat er auch. Wohin? Hab ich mich gerade erschreckt. Das nee, war jetzt aber echt fatal. Der letzte Schuss meinte ich. Hat sie auf dich da geschossen? Nee, nee, der letzte Schuss ging nie auf mich. Der ging nicht auf dich? Wo schießt die denn? Nee. Keine Ahnung. Ich dachte, der ging auf dich. Nee. Scheiße, ich will hier nicht... Mann! Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Nini... Ja, ja, wo bist du, Nini? Nee, dass ich dich dann abknall, aus Versehen. Ich bin hier bei dem Zwischenhof. Okay. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass die Lady zu mir gehört. Fuck. Aber ich wäre echt mal dankbar für eine größere Waffe. Agent! Agent! Ja? Bitte, lebst du nur noch alleine? Ja. Komm, lass mal ausfechten, Duell. Schön! Tja. Im Endeffekt sind es zwei Trader, ne? Nini und du. Oh, Entschuldigung, Lini. Ich dachte, du lebst nicht mehr. Mädchen. Klar lebe ich noch. Lini. Mann, schieß doch nicht einfach auf mich. Entschuldigung. Ich dachte, na, Katja hat gerade gesagt, du lebst nicht mehr. Mann. Katja ist schwer, der Klapp hier. Die Büch. Mann. Oh. Entschuldigung, habe ich dich getroffen? Ja, hast du was zum Verbinden? Ne? Hast du was zum Verbinden? Ich ja! Ja, hier, sicher. Super Teamarbeit. Bitte? Ich bin auch Tracer. Ja, okay, hammer nice. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, Agent ist down. Agent ist down. Wir sind alleine. Ja, ja, Agent ist down. Ja, ja. Ich habe eigentlich gehofft, ja gut. Hast du super gemacht. Die Trades haben gewonnen, wuhu! Ihr sagt jetzt, wir müssen uns jetzt auch noch gegenseitig, dann könnt ihr mich mal.
Leute, bitte mal Aufklärung jetzt. Sonst, das Problem ist... Ja, Aufklärung, hallo. Ich weiß immer noch nicht, ob Nanny wirklich Traitor ist, obwohl ich den, die Vermutung habe. Ja, ich würde das doch jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt sage, hallo? Ich bin Traitor. Ja, ja, wir sind beide Traitor-Schweine. Ne? Ich würde auch sagen, dass ich Traitor bin und den Traitor... Nein, alles gut. Okay. Weiterlaufen. Was? Weiterlaufen? Ihr wollt mich doch verarschen. Wir sind doch beides Traitor. Und die hat Waffe, ich... Die hat Waffe und ich? Ich nicht! Scheiß! Sorry, Yoshi! Hab dich lieb! Scheiße! Oh Mann, oh, das ist fies, Leute! Das ist echt fies! Nanny ist tot! Oder lebt hier noch jemand, den ich außer Acht gelassen habe? Ich hatte so viel Play Carrier. Hä? Longhorn? Tut mir leid, Uschi, es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Das war scheiße, wirklich. Was? Vor allem, ich hab nicht mehr... Ach du Scheiße. Die hat gar keine mehr. What the fuck? Bin am Arsch. Was hilft? Oh, ich wollte schon wieder auf Third Person... So, oh fuck, wartet mal. Moin. Hi. Herzlichen Glückwunsch. Achso, du kommst hier hoch. Oh, ich dachte, hier ist noch jemand. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Yay. Oh, ich hab schon gedacht, ich habe irgendjemand übersehen. Ich habe echt gedacht, what the fuck. Ja, die SKS natürlich, aber ich habe keine Munition dafür. Bringt mir gar nichts. Weißt du, wo es hier raus? Ja, weiß ich, aber warte mal, ich habe Nanny noch nicht mal untersucht. Der Zettel, wo ist ihr Zettel? Also, als du den Agent weggeschossen hast, das war der beste Schuss der ganzen Spiel. Okay, dankeschön. Das übrigens... war der geilste Schuss ever. Rache für die Survivor. Ja, das stimmt. Oh Gott, stimmt! Agent, stimmt! Wieso hat Nanny keinen Zettel? Games, weiß ich. Uschi hat keinen Zettel. Meine Fresse. Moin. Wieso höre ich hier eigentlich niemanden? Und habe ihn dann einen Header gegeben. Ja, und das war's dann auch wieder mit der Waffe, ne? Und dann... So, Leute, ich habe die ganze Zeit falschen Ausgang gehabt. Ihr habt hier gefusselt und ich habe nichts gehört. Verdammt! Uschi, das tut was mir so leid! Was ich gefragt ist, warum keiner von euch Glendos Klamotten in der Situation hat sich angepackt. Das wäre ja noch viel geiler. Du läufst einfach so, ohne ein Wort zu sagen, vorbei. Die denken, ja, der ganze weiß, das ist eh Glenn. Dreh sich um und peng. Ja, was soll denn das heißen, ist eh Glenn? Du bist halt der Freundliche. Ja! Genau. Dir steht dieses Verräterding einfach nicht. Ja, genau. Du bist zu gut für diese Welt. Ach, Fee. Aber zumindest bin ich Ecke geworden. Das ist ja auch gut. So, Katja, hörst du mich ja, jetzt? Ich höre dich. Ja. Das war doof. Warst du wirklich Traitor? Du hast nämlich keinen Zettel dabei. Ich hab einen Zettel in der Welt, glaube ich. Das kann natürlich auch sein. Ja, liebe Leute, das war das erste Event der Verräter von Freaky. Mega geil, Freaky. Echt der Hammer. Spannung, Adrenalin, Lacher, alles mit dabei. Es war einfach eine Bombenstimmung. Es hat Spaß gemacht und
So wie du gesagt hast, du willst Events der Art weitermachen, planen und so weiter. Es würde mich wahnsinnig freuen. Du hast mich direkt an der Angel. Ich bin instant wieder mit dabei. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an dich. Natürlich auch an deine Orga, die dich tatkräftig unterstützt hat, und an Friendly Daisy, die den Server gestellt haben. Denn alles in allem war es abgerundet perfekt, möchte ich sagen. Es war wirklich perfekt. Natürlich geht mein Dank auch an meine Mitstreiter, die sich dem Ganzen gestellt haben. Und ich habe das Ganze natürlich neben YouTube auch noch gehighlightet auf Twitch. Und ich hoffe, dass meine Mitstreamer, unter anderem Ninny, High Five, First Rebel und der Agent Beard, das ebenfalls tun, so dass ihr eventuell nochmal eine andere Sicht habt aus dem ganzen Event heraus. Einfach mal vorbeischauen, euch angucken, wenn es euch gefällt, natürlich auch mal ein Follow da lassen. Hab ich nicht gesagt, nein. Doch, Fremdwährung, lasst ein Follow da, wenn es euch gefällt. Und insofern vielen, vielen Dank nochmal an das gesamte abgerundete Event, an alles. Und wenn wir schon beim Thema Event sind, schmeiße ich mal gleich die Werbung fürs nächste Event hinterher. Und zwar wird auf Fantasy gerade die Survivor Games 4 geplant. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, steht die Orga. Es läuft im Hintergrund natürlich alles Organisatorische ab, die Planung und so weiter und so fort. Und in Kürze, es wird nicht mehr lange dauern, werden die Anmeldelisten für die Survivor eröffnet. Das heißt, einfach mal reingucken. Ich verlinke euch mal unten das Forum in der Videobeschreibung. Natürlich auch die Twitch-Kanäle von meinen Kollegen. Schaut halt mal im Forum vorbei, behaltet das im Blick. Wer noch nicht registriert ist, Friendly, der sie nicht kennt, natürlich packe ich euch auch nochmal den Whitelist-Antrag mit rein, weil es ist ein Whitelist-Server. Bewerbt euch und wenn ihr Glück habt, sehen wir uns beim nächsten Event. Also ich bin auf jeden Fall bei den Survivor Games 4 mit dabei, wie viele andere auch, das weiß ich jetzt schon. Und dann würde es mich natürlich freuen, den einen oder anderen dort zu treffen. Dann danke ich natürlich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit einschaltet. Vielen, vielen Dank euch und bewerten, kommentieren nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich weiß noch gar nicht, wann ich es veröffentliche. Schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, schöne Woche. Einfach alles. Ich wünsche euch alles Gute. Okay, macht's gut und danke fürs Einschalten.